Also Eva aus München hat mich gefragt, bekommt der moderne Brasilianer noch viele Kinder? Nein, ich habe recherchiert und ich habe entdeckt, dass wir bekommen nicht mehr so viele Kinder in Brasilien, egal wo, welche Region, egal wie viel man verdient. Man bekommt nicht mehr so viele Kinder wie früher. Also durchschnittlich ist 1 bis 2 Kinder pro Familie. Die Frauen gehen mehr zur Arbeit, wegen der Krise auch. Wir sind geschieden und ja, man bekommt nicht mehr so viele Kinder wie früher. Und das hat mich auch überrascht, dass allgemein ist, es ist unabhängig. Natürlich die Leute, die weniger Geld haben, die weniger Konditionen haben, die weniger Bildung haben, sie machen noch mehr Kinder als die Leute, die studieren, an die Karriere denken. Natürlich machen sie noch mehr. Ist auch durchschnittlich viel, viel, viel weniger. Ja, das war's. Das ist die Antwort. Und gibt es auch in Brasilien viele, viele, viele mehr Wohnungen, wo man allein wohnt. Viel mehr als früher. Die traditionelle Familie ist jetzt selten in Brasilien. Gibt es viele neue Familien? Gibt es viele Leute, die geschieden sind und wieder geheiratet haben und das Kind von dem anderen Ehe wohnen bei dem neuen Vater oder neuen Mutter? Ne? Das ist wie hier. Passiert auch sehr, sehr, sehr viel in Brasilien. Also dann, ich hoffe, dass ich beantwortet habe. Ja, Eva, in Brasilien gibt es nicht so viele Kinder mehr wie früher.